Gnädige Frau, komm und spiel mit mir. Warum gehst du so viel mit mir? Es gibt doch kein Zurück, mein Kleiderkuss ist meine allerbeste Waffe. Denn ich bin der Quick. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Quick von Robert Siodmak, 1932 gedreht. Noch in der Weimarer Zeit, einem Film über einen Musikalclown, dargestellt von Hans Albers. Eine ganz merkwürdige Figur, die er da spielt. Und er macht das ganz fantastisch. Man hält das gar nicht für möglich, dass er das ist, ein merkwürdiges, skurriles Zwitterwesen, irgendetwas zwischen Mann und Frau, geschminkt, in einem merkwürdigen englischen Akzent spricht er die ganze Zeit. Das hat man ihm in der zeitgenössischen Rezeptur nicht so richtig abgenommen und man hat ihn als eklatante Fehlbesetzung bezeichnet. Das finde ich nicht. Ich finde das absolut ungewöhnlich, was er da macht. Nebenbei gibt es tolle, ich weiß nicht, ob das Trickaufnahmen sind, zum Teil sicherlich, aber auch richtig artistische Einlagen. Man sieht, vermutlich gedreht im Berliner Wintergarten, wie er aus dem Zuschauerraum über die Zuschauerreihen hinweg auf die Bühne springt, ein Salto macht und dann lossingt und diese junge Frau, die im Balkon auf der Galerie ihm zuschaut, der verkörpert von Lillian Harvey, die ihn anhimmelt und ihn verliebt ist, also Lillian Harvey. Dieses bursche, große, flotte, moderne Mädel der Weimarer Zeit. Also die beiden sind ganz, ganz wunderbar. Albers, ja, hat man so nie gesehen. Mit Albers verbindet mich sehr viel, so wie mich auch viel mit Hamburg verbindet. Er ist einer der wenigen Schauspieler, die wir in Deutschland hatten, die wirklich sozusagen für eine Stadt stehen. Und das war eben Hamburg, in St. Pauli geboren. Ich war in St. Georg geboren, das ist ja 1890, glaube ich, oder 1891. Ist er einer der Darsteller, die aufgrund ihrer Sangeskunst, obwohl er nicht mal eine großartige Stimme hat, aber hat er eine schöne Stimme und er hat gut gesungen. Auch ohne große Stimme, das geht. Bleibt er uns als Sänger eben einfach über die Zeiten erhalten und jetzt nicht, es gibt natürlich berühmte Filme, die man hätte auch zeigen können, wie der wunderbare Goldner-Film Große Freiheit Nummer 7. Mein Wind dreht uns wieder, zieht mich hinaus auf See. Mein Kind sei nicht traurig, so wie noch der Abschied fehlt, mein Herz fehlt und so weiter. Aber ich habe jetzt Quick genommen, weil der nicht mehr so in der Erinnerung der Menschen ist und weil es ein wirklich sehr gelungener Unterhaltungsfilm ist, Sie merken. Ich liebe musikalische Unterhaltungsfilme, das ist meine Passion. Und deswegen, meine Damen und Herren, lehnen Sie sich zurück und freuen Sie sich und haben Sie viel Vergnügen mit, freuen Sie sich auf und haben Sie viel Vergnügen mit Quick.